Nachdem Jesus alle seine Reden an das Volk, das ihm zuhörte, beendet hatte, ging er nach Kapernaum hinein. Dort lag der Knecht eines Hauptmannes, der diesem besonders wert war, todkrank da nieder. Als nun der Hauptmann von Jesus hörte, sandte er jüdische Älteste zu ihm mit der Bitte, er möge kommen und seinen Knecht gesund machen. Als diese zu Jesus kam, baten sie ihn inständig mit den Worten: er verdient es, dass du ihm diese Bitte erfüllst, denn er hat unser Volk lieb, und er ist es, der uns unsere Synagoge erbaut hat. Da machte sich Jesus mit ihnen auf den Weg, als er aber schon nicht mehr weit von dem Hause entfernt war, schickte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht gut genug, dass du unter mein Dach trittst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen. Sprich vielmehr nur ein Wort, so muss mein Knecht gesund werden. Ich bin ja auch ein Mann, der unter Vorgesetzten steht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tue das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und sagte zu der ihn begleitenden Volksmenge gewendet: Ich sage euch, selbst in Israel habe ich solchen Glauben nicht gefunden. Als dann die Abgesandten in das Haus des Hauptmanns zurückkehrten, fanden sie den Knecht von seiner Krankheit genesen. Einige Zeit darauf begab es sich, dass Jesus nach einer Stadt namens Nain wanderte, und viele von seinen Jüngern und eine große Volksmenge zogen mit ihm. Als er nun in die Nähe des Stadttores kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, den einzigen Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe, und eine große Volksmenge aus der Stadt begleitete sie, als der Herr sie sah, ging ihr Unglück ihm zu Herzen, und er sagte zu ihr Weine nicht. Dann trat er hinzu und rührte den Sarg an, die Träger standen still, und er sprach Jüngling, ich sage dir, steh auf. Da richtete der Tote sich auf, und fing an zu reden, und er gab ihn seiner Mutter wieder. Da kam Furcht über alle, und sie priesen Gott und sagten: Ein großer Prophet ist unter uns erstanden, und Gott hat sein Volk gnädig heimgesucht. Die Kunde von dieser seiner Tat verbreitete sich über ihn im ganzen jüdischen Lande und in allen angrenzenden Gegenden. Auch dem Johannes berichteten seine Jünger von all diesen Dingen. Da rief Johannes zwei von seinen Jüngern zu sich, sandte sie zum Herrn und ließ ihn fragen, Bist du der Messias, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als nun die Männer bei Jesus eintrafen, sagten sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, Bist du der Messias, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus heilte zu eben jener Stunde viele von Krankheiten und schmerzhaften Leiden und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Da gab er ihnen zur Antwort, »Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme können gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Arm wird die Heilsbotschaft verkündigt. Und selig ist, wer an mir nicht irre wird.« als nun die Boten des Johannes wieder weggegangen waren, begann Jesus zu dem Volke über Johannes zu reden. Was wolltet ihr sehen, als ihr jüngst in die Wüste hinauszoget? Etwa ein Schilfrohr, das vom Winde hin und her bewegt wird? Nein, aber wozu seid ihr hinausgezogen? Wolltet ihr einen Mann in weichen Gewändern sehen? Nein, die Leute, die in prächtigen Gewändern und in Üppigkeit leben, sind in den Königspalästen zu finden. Aber wozu seid ihr hinausgezogen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, ein Mann, der noch mehr ist als ein Prophet. Dieser ist es, von dem geschrieben steht. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der dein Weg vor dir her bereiten soll. Ich sage euch, unter denen, die von Weibern geboren sind, gibt es keinen größeren als Johannes. Aber der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Und das ganze Volk, das auf ihn hörte, sogar die Zöllner sind dem Willen Gottes nachgekommen, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Aber die Pharisäer und die Gesetzeskundigen haben den Ratschluss Gottes für ihre Person vereitelt, da sie sich nicht von ihm taufen ließen. Wem soll ich nun die Menschen des gegenwärtigen Zeitalters vergleichen? Wem sind sie ähnlich? Sie sind wie Kinder, die auf einem öffentlichen Platze sitzen und einander die Worte zurufen, wir haben euch gepfiffen, doch ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder angestimmt, doch ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Täufer ist gekommen, der kein Brot aß und kein Wein trank. Da sagt ihr: Er ist von Sinn. Nun ist der Menschensohn gekommen, welcher isst und trinkt. Da sagt ihr: Seht, der Fresser und Weintrinker, der Freund von zöhnern und Sündern. Und doch ist die Lebensweisheit an all ihren Kindern gerechtfertigt worden. Es bat ihn aber einer von den Pharisäern, bei ihm zu essen. Er ging denn auch in die Wohnung des Pharisäers und nahm bei Tische Platz. Und siehe, eine Frau, die in der Stadt als Sünderin lebte und erfahren hatte, daß er im Hause des Pharisäers zu Tische sei, brachte ein Alabasterfläschchen mit Mürrenöl und begann, indem sie von hinten an seine Füße trat und weinte, mit ihren Tränen seine Füße zu benetzen und sie mit ihrem Haupthaar zu trocknen. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Mürrenöl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er bei sich: Wenn der wirklich ein Prophet wäre, so müsste er wissen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn berührt, dass sie nämlich eine Sünderin ist, da nahm Jesus das Wort und sagte zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Jener erwiderte: Meister, sprich! Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Silberstücke schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er beiden die Schuld. Wer von ihnen wird ihn nun nach deiner Ansicht am meisten lieben? Simon antwortete: ich denke der, dem er das meiste geschenkt hat. Jesus erwiderte ihm, Du hast richtig geurteilt. Indem er sich dann zu der Frau wandte, sagte er zu Simon, Siehst du diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für die Füße gegeben, sie aber hat mir mit ihren Tränen die Füße genetzt und sie mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben sie aber hat seitdem ich eingetreten bin mir die füße unaufhörlich geküsst du hast mir das haupt nicht mit öl gesalbt sie aber hat mir mit mürrenöl die füße gesalbt darum sage ich dir ihre vielen sünden sind ihr vergeben denn sie hat viel liebe erwiesen wem aber nur wenig vergeben wird der erweist auch nur wenig liebe dann sagte er zu ihr deine sünden sind dir vergeben da begannen die tischgenossen bei sich zu denken Wer ist dieser, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau: Dein Glaube hat dir Rettung eingebracht. Geh hin in Frieden. In der folgenden Zeit durchwanderte er dann das Land von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf, indem er öffentlich lehrte und die Heilsbotschaft vom Reiche Gottes verkündigte. Bei ihm waren die zwölf Jünger sowie einige Frauen, die er von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt hatte. Zum Beispiel Maria, mit dem Beinamen Magdalena, von der sieben böse Geister ausgefahren waren, Johanna, die Frau des Kusa, eines Verweiters des Herodes, Susanna und viele andere, die mit ihrem Vermögen für seine Bedürfnisse sorgten. Als nun eine große Volksmenge zusammenkam und die Leute aus Einstädten zu ihm strömten, sagte er in einem Gleichnis, »Der Seemann ging aus, um seinen Samen zu sehen«, und beim Sehen fiel einiges von den Samen auf den Weg längs hin und wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Anderes fiel auf steiniges Land, und als es aufgegangen war, verdorrte es, weil ihm die Feuchtigkeit fehlte. Wieder anderes fiel mitten unter die Disteln, und die Disteln gingen mit auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf guten Boden, ging auf und trug hundertfältige Frucht. Bei diesen Worten rief er aus, Wer Ohren hat zu hören, der höre. Da fragten ihn seine Jünger nach dem Sinn dieses Gleichnisses, er aber antwortete, Euch ist es vergönnt, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen, den anderen aber nur in Gleichnissen, damit sie mit sehenden Augen nichts sehen und mit hörenden Ohren nichts verstehen. Dies ist aber die Deutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes, die, bei denen der Same auf den Weg längs hinfiel, sind solche, die es gehört haben. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und dadurch gerettet werden. Die, bei denen der Same auf steiniges Land fiel, sind solche, die das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden annehmen. Doch es faßt nicht Wurzel bei ihnen. Eine Zeit lang glauben sie, aber zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab was dann unter die Distin fiel das deutet auf solche die das wort gehört haben dann aber hingehen und es von den sorgen und dem reichtum und den freuden des lebens ersticken lassen so daß sie die frucht nicht zur reife bringen was aber auf den guten boden fiel das deutet auf solche die das wort das sie gehört haben in einem guten und reinen herzen festhalten und mit beharrlichkeit frucht bringen Niemand, der ein Licht angezündet hat, bedeckt es mit einem Gefäß oder setzt es unter ein Bett, sondern stellt es auf einen Leuchter, damit die Eintretenden den hellen Schein sehen. Denn nichts ist verborgen, was nicht offenbar werden wird, und nichts ist geheim, was nicht bekannt werden und ans Tageslicht kommen wird. Darum gebt wohl Acht, wie ihr recht höret, denn wer da hat, dem wird gegeben werden. Und wer nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. Es trafen dann seine Mutter und seine Brüder bei ihm ein, konnten jedoch wegen der Volksmenge nicht zu ihm gelangen. Da wurde ihm gemeldet, Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wünschen dich zu sehen. Er aber antwortete ihnen mit den Worten, Meine Mutter und meine Brüder sind diese hier, die das Wort Gottes hören und danach tun. Eines Tages begab es sich, dass er mit seinen Jüngern in ein Boot stieg und zu ihnen sagte, Wir wollen auf die andere Seite des Sees hinüberfahren. So stießen sie denn vom Lande ab. Während der Fahrt schlief er ein. Da fuhr ein Sturmwind auf den See herab, das Boot füllte sich mit Wasser und sie gerieten in Lebensgefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn mit den Worten Meister, Meister, wir gehen unter. Er aber stand auf und bedrohte den Wind und das Gewoge des Wassers. Da legten sie sich und es wurde still. Er sagte dann zu ihnen, Wo ist euer Glaube? Sie waren aber in Furcht und Staun geraten und sagten zueinander, Wer ist denn dieser, dass er sogar den Winden und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorsam sind? Sie fuhren dann nach dem Lande der Gergesener, das Galiläa gegenüberliegt. Als er dort ans Land gestiegen war, trat ihm ein Mann aus der Stadt entgegen, der von bösen Geistern besessen war. Schon seit langer Zeit hatte er keine Kleider mehr angezogen und hielt sich in keinem Hause auf, sondern in den Gräbern. Als er Jesus sah, schrie er auf, warf sich vor ihm nieder und rief laut Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Jesus war nämlich im Begriff, dem unreinen Geiste zu gebieten, aus dem Manner auszufahren. Denn jener hatte ihn schon seit langer Zeit in seiner Gewalt, und man hatte ihn mit Ketten und Fußfesseln gebunden und in Gewahrsam gehalten. Doch er hatte die Bande allemal zerrissen und wurde von dem Geist in die Einöde getrieben. Da fragte ihn Jesus, »Wie heißt du?« Er antwortete, »Legion«. Denn viele böse Geister waren in ihn gefahren. Diese baten Jesus, er möge ihn nicht gebieten in den Abgrund der Hölle zu fahren. Nun befand sich dort eine große Herde Schweine auf der Weide an dem Berge, und sie baten ihn um die Erlaubnis, in diese fahren zu dürfen. Das erlaubte er ihnen. So fuhren denn die Geister aus dem Manner aus und fuhren in die Schweine hinein. und die Herde stürmte den Abhang hinab in den See und ertrank dort. Als nun die Hürden sahen, was geschehen war, flohen sie und meldeten es in der Stadt und auf den Gehöften. Da kamen die Leute heraus, um zu sehen, was vorgefallen sei. Sie kamen zu Jesus und fanden den Mann, aus dem die Geister ausgefahren, bekleidet und ganz vernünftig zu den Füßen Jesu sitzen und gerieten darüber in Furcht. Die Augenzeugen erzählten ihnen dann, wie der früher Besessene gesund geworden sei da bat ihn die gesamte bevölkerung der umgegend von gergesa ihr land zu verlassen denn sie waren in große angst geraten so stieg er denn wieder ins boot und machte sich auf den rückweg hierauf richtete der mann aus dem die bösen geister ausgefahren waren die bitte an ihm bei ihm bleiben zu dürfen doch jesus hieß ihn gehen mit den worten kehre in dein haus zurück und erzähle dort wie großes gott an dir getan hat da ging er hin und verkündigte in der ganzen Stadt, wie großes Jesus an ihm getan habe. Ihr lieben und Süßen, macht ein Selfie wie ich, kleidet euch wie ich, das ist Bildung. Wir machen ein Selfie und kleiden uns genauso wie unser Vorbild Influenza XY. Haltet ein, das Böse ist durch eure Augen und Ohren in euer Inneres eingefallen. Nun ertönt es als allgemeine Bildung aus Eurem Mund. In Lukas Kapitel 6, Vers 45 heißt es: Wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de.